ich weiß, dass das heute alles andere als populär ist, wenn ich das sage, ist, dass man auch zum Beispiel die Umgebung des Opfers ermittelt, weil man ja überhaupt keinen Zugang gefunden hat, was ist das eigentliche Motiv. Man hat in alle Richtungen ermittelt, man musste auch feststellen, gibt es irgendwelche Anhaltspunkte aus der Umgebung des Opfers heraus, dass man in Richtung Täter gekommen ist. Warum schütteln Sie mit dem Kopf, Herr Bilvier? Ja, ich muss deutlich widersprechen, Herr Beckstein. Diese Ermittlungen, die da stattgefunden haben, waren nicht notwendig und haben auch natürlich sind in eine völlig falsche Richtung gegangen. Wenn man sich überlegt, dass bei der Familie Josgat ein verdeckter Ermittler eingesetzt war, um zum Schein das Internetcafé aufkaufen zu wollen, um darüber irgendwas herauszukriegen. Das sind keine normalen Ermittlungen und vor allem nicht auf dem Hintergrund, dass, und insofern muss ich auch der Einleitung ein bisschen widersprechen, der Verfassungsschutz selbst seit 98 aktiv an der Gründung und der Finanzierung des NSU beteiligt war. Das ist doch alles das, was wir jetzt wissen, über V-Leute, über Finanzierung der Zusammenkünfte, über Diskussionen. Da war auch ein bayerischer V-Mann dabei. Vielleicht hätten Sie Ihren Geheimdienst mal fragen sollen, was Herr Dalek da eigentlich beim Thüringer Heimatschutz veranstaltet. Der war unmittelbar mit dran an dem Trio, als es untergetaucht war, zusammen mit dem anderen V-Mann Tino Brandt. Der Verfassungsschutz wusste von Anfang an, was da passiert. Und von daher ist es nicht so, die hätten weggeguckt oder hätten es nicht bemerken können. Die haben es gewusst, die haben es gesehen, die haben es finanziert und sie haben dazu beigetragen, dass die Mordserie überhaupt erst möglich geworden ist. Und all die Leute, die erschossen worden sind, auch Frau Kiesewetter im Übrigen, ja, die Polizistin. Auch Frau Kiesewetter, die Polizistin, all die Leute könnten heute noch leben, wenn der Verfassungsschutz damals die Quellen offengelegt hätte, wenn Herr Bouffier in Hessen die Ermittlungen nicht behindert hätte, die Ermittler nicht gegen die Wand gelaufen wären, sondern er gesagt hätte, ihr Parteifreund, mehr oder weniger, er damals nicht gesagt hätte, ich gebe die Informationen nicht frei, sondern wenn er gesagt hätte, ihr könnt die Quelle vernehmen. Ein Verfassungsschützer, der zur Tatzeit am Tatort war, Herr Temme, der gelogen hat in München im Prozess, das sagen alle, sagt auch die Bundesanwaltschaft inzwischen, jeder weiß das. Und die leitenden Ermittler in Hessen haben sich so geäußert, es gibt nur zwei Varianten, entweder hat er die Tat selbst begangen oder hat sie gesehen. Und dann wird das abgeblockt, die Ermittlungen, die Akten werden bis heute nicht herausgegeben. Ja? Wir laufen dagegen eine Wand, der Verfassungsschutz bunkert bis heute bändeweise Leitsordner mit Informationen, die werden nicht freigegeben. Und das ist der Zustand und von daher ist es scheinheilig zu sagen, ich meine nicht Sie persönlich, Gottes Willen, aber es ist scheinheilig, wenn Politiker sich heute hinstellen und sagen, ja, ist bedauerlich, wir haben es irgendwie nicht gesehen. Dass der Austausch zwischen den Ländern nicht genügend funktioniert hat, das wissen wir. Und da sind auch hoffentlich in der Zwischenzeit funktionierende Konsequenzen gezogen worden. Ich sage ja immer, es ist nicht das große Staatsversagen, es ist Borniertheit, Dienst nach Vorschrift, Geheimniskrämerei und Ländergrenzen. Denn in Wirklichkeit haben sie es geschafft, eben mal von Thüringen nach Sachsen zu gehen und schon waren alle Informationsstränge einfach abgeschnitten. Ich muss Ihnen da widersprechen. Es stimmt einfach nicht. Wir haben ja den seltenen Glücksfall, dass wir einem Verfassungsschützer, der als Zeuge im NSU-Prozess auftrat, seinen Aktenordner wegnehmen konnten mit Unterstützung des Vorsitzenden. Und in diesem Aktenordner fand sich eine Notiz, die belegt, man hatte einen Hinweis, das untergetauchte Trio per Haftbefehl gesucht, will eine Waffe und will einen weiteren Raubüberfall begehen. Zwei Tage später saßen zusammen das Landeskriminalamt Thüringen, Verfassungsschutz Brandenburg, Verfassungsschutz Thüringen und Verfassungsschutz Sachsen. Alle drei und zwar die Spitzen. Dann will ich, was macht man jetzt? Bevorstehende schwere Straftat. Thüringen hat gesagt, wir wollen zum Amtsrichter gehen, wir wollen Abhörbeschlüsse haben, wir wollen Observationsmaßnahmen. Gebt uns bitte die Quelle. Und Brandenburg hat gesagt, wir geben euch die Quelle nicht. Das ist einer der Schnittstellen, wo man klar belegen kann, dass man genau gewusst hat, dass schwere Straftaten bevorstehen, wer die schweren Straftaten begehen würde. Man hätte einfach nur die Quelle preisgeben müssen. Von daher ist es nicht auf dem rechten Auge blind. Und zu dem, was Herr Mücke sagt, ich finde es richtig, als Überlegung zu sagen, natürlich muss man mit denen reden, das ist klar. Nur wenn diese Jugendlichen, die da in dieser Situation waren, ökonomisch ein Desaster, die gesellschaftliche Ordnung zusammengebrochen, alles völlig richtig. So, wer ist denn da reingegangen? Der westdeutsche Verfassungsschutz mit V-Leuten Tino Brandt und dem bayerischen V-Mann Dalek. Und die haben denen mal erklärt, wo der Ausweg ist. Und das ist das, wo ich sage, es ist ein schweres Verschulden der Dienste. Und Herr Beckstein, dass man nichts gefunden hat bis heute, man sucht doch gar nicht. Wenn man nicht sucht, dann findet man auch nichts mehr. Und wenn man das alles damals aufgeklärt hätte,
Kassel ist doch ein beredtes Beispiel. Die Polizei, da muss ich wirklich eine Lanze für die Ermittlungsbehörden brechen. Die wollten die Quelle von Temme vernehmen. Die wollten Temme vernehmen. Und das ist abgeblockt worden. Die Quelle hat mit Herrn Temme eine Viertelstunde vor der Tat telefoniert. Sie müssen jetzt erklären, wer Herr Temme ist. Herr Temme ist der Verfassungsschützer, der am Tatort war zur Tatzeit und behauptet, er habe weder was gesehen noch was gehört und dienstlich soll es auch nicht gewesen. Es war ein Internetcafé und er saß zufällig da. Er saß, wir denken, dass er dienstlich da war. Er behauptet, er sei zufällig da gewesen. Und dann, wenn ich dann 6 Jahre später mal einen Zeugen vernehmen kann, weil der dann freigegeben ist, weil dann kommt es nicht mehr drauf an, dann finde ich auch nichts mehr raus. Insofern, ich sehe das, was Sie sagen, Frau Ramelsberger, aber ich habe da wirklich auch einen konträren Standpunkt. Und zwar immer mehr, je länger der Prozess dauert und je mehr Akten wir da rausgraben, sieht man immer mehr die Radikalisierung. Die ist maßgeblich erfolgt durch V-Leute des Verfassungsschutzes. Wie würden Sie denn deren Motive sehen? Ist es Ehrgeiz der Dienste untereinander, die sich nicht das Schwarze unterm Nagel gönnen? Oder sehen Sie da auch eine rechte Gesinnung, die tatsächlich auch dazu dienen kann, solche Leute zu decken oder indirekt zu warnen? Was steckt dahinter? Also ich wundere mich, das ist eine gute Frage. Ich wundere mich, wie das eigentlich dazu kommen kann. Und ich glaube, es hat was damit zu tun, dass dieser Dienst, Verfassungsschutz, nicht kontrolliert wird, dass der sich abkoppelt von anderen gesellschaftlichen Diskussionen, auch nicht überwacht werden kann. Es gibt keine Rechtsmittel gegen deren Unwesen. Und dann gehen die in so eine rechte Szene ran. Ich glaube wirklich, dass die damals Verantwortlichen, denen war das einfach egal. Wir haben, und da ist es mir wirklich, also wütend, nee, nicht wirklich, sondern wirklich erschrocken. Wir haben in den hessischen Sachen einen Vermerk in den Akten gefunden, wo die Polizei sagte, gebt uns die Quellen. Sagt uns bitte, mit wem der Verfassungsschützer, der am Tatort war, gearbeitet hat. Waren das rechte Quellen? Und dann sagt der Sicherheitsbeauftragte und schreibt es auch noch auf, wo kommen wir denn dahin, wenn bloß ein ausländischer Dienst eine Leiche neben einen IM, also informellen Mitarbeiter, bei uns legen müsste, dann wären wir doch total blockiert. Das ist da wird mir wirklich schlecht. Das ist die Gesinnung. Und wenn das nicht wirklich aufgearbeitet wird und wenn das nicht wirklich politische Konsequenzen hat, dann kann man lange suchen, dann wird man nichts finden. Frau Scherm, Sie haben den Bombenanschlag in der Kolbstraße, in Ihrer Straße erlebt. Und da haben auch alle gleich gesagt, nee, das waren keine Nazis, das waren normale Kriminelle. Haben Sie das eigentlich geglaubt? Nein, ganz im Gegenteil. Die haben sich gerade versprochen. Die Leute haben gesagt, dass das die rechte Szene war. Nein, ich meinte jetzt die offiziellen Menschen, die von der Polizei da sind. Oder wir können mal einen ganz offiziellen nehmen. Schauen Sie sich den an. Die Erkenntnisse, die unsere Sicherheitsbehörden bisher gewonnen haben, deuten nicht auf einen terroristischen Hintergrund, sondern auf ein kriminelles Milieu. Aber die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen, sodass ich eine abschließende Beurteilung dieses Ereignisses nicht vornehmen kann. Er hat aber die Temperatur schon mal vorgegeben. Ja, wie schnell man ganz sicher sein kann. Ne? Mhm. Man muss fair bleiben. Er hat gesagt, die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen. Ja. Haben Sie denn der Polizei aus der Straße heraus Hinweise gegeben, also nicht nur sich gewehrt, sondern auch Hinweise gegeben, dass Sie vermuten, dass es einen rechten Hintergrund hat? Also betroffene Menschen haben alle, also aus der Kolbstraße, genau diese Aussagen getan. Und zwar alle gemeinsam einzeln, dass sie genau das vermuten, dass es aus einer rechten Szene kommen muss, weil zumal Hassan auch den Augenkontakt hatte und den Fahrradfahrer gesehen hat. Wer war Hassan? Hassan Yildirim ist der Bruder vom Friseur. Die Bombe war auf dem Fahrrad vor dem Friseurladen deponiert? Ganz genau. Der Hassan Yildirim hat das auch gesehen. Er hatte den Augenkontakt und das war einfach das Erste, was er gesagt hat, dass es ein blonder Mann mit Käppi das Fahrrad abgestellt hat. Wie hat sich das denn ausgewirkt auf das Klima in der Kolbstraße, wenn Behörden das so massiv immer... Spaltung. Erste Spaltung gegenüber Behördenverwaltung, weil erstmal totaler Generalverdacht und Misstrauen. Und im Zweiteren auch ein Misstrauen gegenüber dem Nachbarn, weil so etwas auch geschürt wurde, weil so etwas auch richtig reingelegt wurde in die Kolbstraße. Eine zweite Bombe, die über 7 Jahre ging. Leider ist man irgendwie man vertraut zu sehr dem Justiz. Man vertraut zu sehr der Polizei, dass man denkt,
da muss irgendwas richtig sein. Irgendwas muss da sein. Und genau dieser Gedanke ist fatal. Kann auch in die Kategorie gehen, mutwillige Tat, die begangen wurde von Polizisten. Enver Şimşek war eben das erste Opfer des NSU. Dann wurde eben die Familie auch das Opfer der Ermittler. Sie verdächtigen ihn als Drogendealer und dann, so berichtet die Familie, geschah etwas, was eigentlich an Perfidie überhaupt nicht zu übertreffen ist. Die Ermittler konfrontierten die Witwe mit der falschen Behauptung, ihr Mann, ihr ermordeter Mann, habe eine Geliebte gehabt. Frau Hammelsberger, wenn Ihnen das jemand als Informant gesagt hätte, die Polizei hat eine Zweitfamilie erfunden und konfrontiert die Witwe damit, um irgendwie Reaktionen zu provozieren, hätten Sie das geglaubt? Ich hätte gesagt, schöne Tatortstory. Da kommt sowas vor. Ja. Im wahren Leben sollte es nicht vorkommen. Es ist sogar verboten. Die Strafprozessordnung sagt ganz deutlich, verbotene Vernehmungsmethode. Da ist alles Mögliche aufgelistet von einem Menschen, der vernommen wird, darf weder das Essen entzogen werden, noch das Rauchen verwehrt. Er muss zu trinken kriegen, er darf nicht mit Müdigkeit überfallen werden und er darf nicht getäuscht werden. Also er darf, das nennt man falschen Vorhalt, er darf nicht mit Dingen konfrontiert werden, die nicht stimmen. Und das ist in dem Fall genau passiert. Sind die Polizisten, die das gemacht haben, bestraft worden? Davon ist nichts bekannt, denn wo kein Kläger, da kein Richter. Diese Familie war ja in einer Ausnahmesituation. Die fühlte sich ja als Opfer, was sie ja auch de facto war, und hatte nicht das Gefühl, dass sie einen Anwalt braucht. Also warum sollte ausgerechnet die Opferfamilie denn verteidigt werden? Aber deswegen gibt es natürlich dann auch niemanden, der sich beschwert. Die hatten ja sogar auch ihre Mandantschaft, die hatten ja Vertrauensverhältnisse zu den Polizisten. Die saßen ja gemütlich beim Tee zusammen, die haben dann alles versucht zu besprechen. Und in der Zwischenzeit wurde der Keller mal eben durchsucht und man hat einen V-Mann auf die Familie angesetzt. Also da wird ein Vertrauensverhältnis missbraucht und es ist einfach, ich sage es nochmal, verboten. Ich kann nur nochmal auch sagen, wir haben natürlich auch versucht, um solche Dinge möglichst zu vermeiden. Wir haben beispielsweise bei der Sache das erste Mal türkische Polizisten mit eingesetzt. Also Beamte, die aus der Türkei gekommen sind und in den Ermittlungsgruppen mitgearbeitet haben, um auch deren Kenntnisse zu haben und vor allem auch, ja, sagen wir, Vertrauen in das türkische Milieu der Opfer hinein. Es waren also nicht türkischstämmige Polizisten, sondern richtige türkische Staatspolizisten. Wir hatten in unserer Kommission türkischstämmige deutsche Ermittler drin. Aber wir haben auch von den türkischen Behörden Mitarbeiter, Verbindungsbeamte bekommen, von der türkischen Polizei. Da habe ich selber mit dem türkischen Innenminister verhandelt, dass die türkische Polizei uns Leute schickt, die mit in diesen Arbeitsgruppen mit dabei sind und ihrerseits eben auch ihre Kenntnisse und ihre Beziehungen mit einbringen. Das hat mir im Fall Yozgat nicht geholfen, weil die Familie Yozgat unmittelbar nach dem Mord an ihrem Sohn genau zu einem solchen türkischstämmigen Polizeibeamten Kontakt aufgenommen hat und gesagt hat, ihr müsst nicht ermitteln, türkische Drogenmafia oder irgendwas in die Richtung. Das war keiner von uns. Herr Yozgat hat diesem türkischstämmigen Beamten gesagt, ich glaube, dass das Nazis waren. Das waren Rechtsradikale. Eine Woche oder anderthalb Wochen nach der Tat. Geholfen hat es nichts. Also ich sehe das, ja, da ist auch ein Vertrauensverhältnis hergestellt worden. Aber es hat zu nichts geführt. Es hat zu nichts geführt, weil die Struktur die gleiche geblieben ist. Wir haben sämtliche in den Dateien des Bayerischen Verfassungsschutzes festgehaltene Rechtsextremisten sind überprüft worden. Das hat viel zu lange gedauert, weil es rechtliche Schwierigkeiten gegeben hat. Der Datenschutz verhinderte, dass ein Austausch zwischen Polizei und Verfassungsschutz in beliebiger Weise stattfindet. Es musste da erst über Vorgesetzte geklärt werden, dass hier ausnahmsweise die Dateien auch für die Polizei verwendet werden. Die sind dann allesamt abgeklärt worden. Alle, die in den bayerischen Dateien waren, sind abgeklärt worden. Es sind nicht abgeklärt worden Leute, die natürlich in anderen Ländern dabei gewesen sind. Herr Beckstein, Ihr V-Mann, ein bayerischer V-Mann, hat mit dem Thüringer Heimatschutz zusammengesessen und hat über den bewaffneten Kampf diskutiert. Es sind in der Zwischenzeit
die Austauschvorschriften zwischen den Ländern deutlich verbessert worden. Das war ja eine der Probleme. In Köln hätte man eigentlich, jetzt muss ich sagen, aus der Rückschau, hätte man die Chance gehabt, die Verbindung zu einem der Morde in Nürnberg herzustellen, weil die Täter in Köln mit Fahrrädern unterwegs waren und die in Nürnberg waren. Ja, was ist passiert? Lassen in Kassel, Kassel gab es einen Anruf. Und dann hatten die zwar noch die Idee und haben gesagt, wir wollen die beiden Kommissionen zusammenspannen. Die haben miteinander geredet und haben dann, ich gestehe, in einer für mich im Nachhinein schwer vollziehbaren Weise festgestellt, dass entgegen dem ersten Anschein die beiden Dinge nichts miteinander zu tun hatten. Das war der Hintergrund, dass der Bundesinnenminister sich dann auch aus dem Fenster hinausgelegt hat, weil bayerische und nordrhein-westfälische Polizisten nach gemeinsamen Besprechungen gesagt haben, das hatte nichts miteinander zu tun. Wir haben in den Akten eine Telefonnotiz gefunden. Da rufen Leute an bei Kasseler Ermittlern und sagen, Fahrradfahrer, da gibt es einen Zusammenhang zu der Kolbstraße. Dann ruft ein Kasseler Polizist, das ist alles aktenkundig, Herr Beckstein, ne? Ich rede nicht über Dinge, die ich nicht gelesen habe. Dann ruft ein Kasseler Polizist in Köln an und sagt, wir brauchen den Hinweis nicht mit Fahrradfahren. Das war die PKK, türkische Terrororganisation. Ja? Also da steht man fassungslos davor. Und ich bin nicht geneigt zu denken, dass es Zufälle sind. Ja? Das ist wirklich das, wo man mit institutionellem Rassismus zu tun hat, wo frühe Festlegungen passieren. Und das ist ja in den letzten Tagen auch das Wort, hatte die Runde gemacht, vom Verfassungsschutz betreute Morde. So sehe ich das wirklich. Und das, was Sie ansprechen mit den Gesetzesänderungen, toll. Nach einem neuen Bundesverfassungsschutzgesetz dürfen Faulleute jetzt auch Straftaten begehen. Das ist eine große Errungenschaft und ein großer Fortschritt. Keine schweren Straftaten. Der Untersuchungsausschuss hat das bestätigt, was Sie gesagt haben. Darf ich da nochmal dazwischen gehen, wenn Sie sagen, das war die PKK, dann hat man wieder aus der Vorurteilsschublade schnell hingeguckt. Wenn man sich anschaut, eine Zeit lang wurde diese Serie, diese Anschlagsserie als Dönermorde bezeichnet. Ja. Eine Kommission hieß Bosporus. Und niemandem ist das irgendwie aufgestoßen, ne? Auch Journalisten nicht? Nee, natürlich. Auch bei uns stand Dönermorde. Und ich kann nur sagen, es ist eben ganz offensichtlich so, dass der Rechtsradikalismus überhaupt nicht irgendwie als bemerkenswert in dieser Gesellschaft aufgefasst worden ist. Er galt über Jahre hinweg als Randphänomen. Und gerade wenn eben ein Herr Josgat oder auch eine Frau Schirmschek oder auch Sie in der Kolbstraße sagten, das waren die Rechtsradikalen, dann wurde doch immer gedämpft. So Leute, übertreibt doch nicht. Ja, also der Rechtsradikalismus. Warum eigentlich? Schauen wir noch mal ins Heute. Im November 2011 sind die Taten des NSU-Trios bekannt geworden. Doch damit ist der NSU-Terror eigentlich nicht vorbei. Viele Straftaten beziehen sich noch immer auf den NSU. Angst verbreiten im Namen des NSU. Dieser Terror, der lebt fort. Zwischen dem Auffliegen des NSU-Trios im Jahr 2011 und im August 2015 gab es laut BKA 259 Straftaten mit ausdrücklichem Bezug auf den NSU-Terror. Also rechnerisch alle fünf Tage eine Straftat. Darunter Körperverletzung, Volksverhetzung, Sachbeschädigung, Brandstiftung, Propagandadelikte. Ich möchte Ihnen eins dazu sagen, diese Emotionen, die einen vielleicht umflimmern und Sie das als nur als Emotionen nennen. Diese Emotion ist eigentlich nicht, weil es passiert ist, sondern weil jetzt gar nichts passiert.